Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier eine Raupe vorstellen. Das ist die VT150. Die kostet 36.000 Euro. 12 km ist die schnell und hat ein Tankvolumen von 248 Litern, 90 PS, entsprechend 66 kW und 12 Euro Unterhalt. Die kannst du hier einmal optimieren hier. Da kannst du hier den Bulldozer-Attacke für hier vorne hier also montieren, also oder so bestellen. Und dann hier einmal das Schild, das DT75 Overwall oder wie man das ausspricht. Das kostet 1000 Euro, 6 Euro Unterhalt, hat ein Füllvolumen von 3000 Liter. Damit kannst du alle Standardfrüchte schieben, was nicht flüssig sind. So, hier haben wir das gute Stück. Also mit Q einfach hier abhängen. Da sieht man hier das Optimierte, was ich hier extra bestellt habe. So, jetzt haben wir es wieder dran. Mit der linken Maus kannst du das rauf und runter schieben. Und hier hinten sehen wir, hier hinten haben wir Heckhelix-Hängekupplung. Auch eine Zapfwelle. Hier sehen wir hier, beim anderen habe ich hier schon mal ein Kultivator von Quellent hier gekauft und montiert. Und jetzt schauen wir uns wieder den nächsten wieder an. Schauen wir, ob das Licht hier funktioniert. Ich habe es schon mal eingeschaltet. Ah, hier vorne, hier leuchtet das Schild schon mal an. Die Lichter also funktionieren, die normalen. Hinten Zusatzscheinwerfer. Irgendwo sollte, irgendwas leuchtet jetzt da gerade da. Ah ja, hier oben, man sieht es ein bisschen schlecht so her, aber man sieht es jetzt auf dem Asphalt, es funktioniert. Vorne hier sind, geht jetzt so nicht an. Interessant. Also oben auf dem Dach, die funktionieren leider nicht, wie es ausschaut. So, jetzt starten wir erstmal das Gerät. Super Sound. Schauen Sie es mal innen drin um. Schalten wir mal kurz aus. Also die Armaturen funktionieren. Spiegel funktioniert auch. Sieht also gut aus. Irgendwie kommt mir vor, man sitzt ein bisschen weit hinten. Ja, also die Kamera ist meiner Meinung nach ein bisschen sehr weit hinten, wie man sieht. Weil wenn ich jetzt seitlich drehe, hänge ich mit der Kamera schon halb draußen, wie man sieht. Die Kamera gehört ein bisschen weiter vorne, aber das ist nicht schlimm, finde ich. So, jetzt fahren wir erst noch mal hier ein Stück spazieren. Also blenden das mal ein. 11 km/h haben wir jetzt da drauf. Ich glaube, wir werden auch nicht viel schneller und fahren jetzt mal zum unseren berüchtigten Haufen hin. Mal schauen, wie das mit dem Schieben klappt. Also kein Problem hier, wie man sieht hier. Also das ist super hier, um die BGA hier das zu verteilen. Da brauchen wir nicht extra so ein Schild kaufen, wenn man schon das Gerät hier hat. Dann kann man hier mit denen hier das machen. Das ist kein Problem, wie man sieht hier. Jetzt komme ich jetzt nicht weiter. Aber das ist nicht schlimm, wir fahren zurück und vor. Ah, der letzte Haufen ist wirklich zu stark. Also wie man sieht, man kann das hier gut verteilen damit. Den Haufen haben wir jetzt da besiegt. Wir fahren jetzt mal rückwärts in den Haufen mal rein. Mit so 10, 11 km/h. Schaffen es ohne Probleme hier. Also man sieht hier, die Hände sind gut also dargestellt so her. Also der eine hängt halt in der Luft und der andere schon auf dem Griff oben. Schauen wir mal, wie es mit ausschaut mit den Spuren.
Ja, Spuren legt er schon, aber es sieht schon eher aus wie Traktorspuren. Ich muss mal ganz kurz mal schauen gehen. Also, nee, das kann ich jetzt hier nicht einstellen, dann ist es ein Blödsinn. Dann sollte ich die Spuren nochmal stärker einstellen. Spuren legt er auch, Schock macht auch. 12 km/h haben wir jetzt drauf. Wir fahren jetzt mal hier zu den Hänger hin, dass wir sehen, wie das hier ausschaut. So, schauen wir mal hier Kugelkopf. Ja, das passt auch. Schild sieht auch schön abgenutzt aus. Ja, das hier funktioniert auch, wie man sieht. Jetzt schauen wir kurz in den anderen rein. Ah, wo ist er jetzt? Da ist er. So, starten wir. Testen wir das ganze Gerät. Wie das hier klappt hier mit der Ecke drauf. Wir fahren hier mit 12 km/h. Ist auch schön animiert, wie man jetzt hier so acht gibt. Leider sieht man nicht, dass die Federn hier da arbeiten bei den Aufrollen, dass sie dynamisch sind. Wir fahren jetzt gleich den Kupplung runter und sieht auch gut aus, wie ich hier das ganze Feld hier kaputt mache. Arbeit macht auch Spaß mit dem, ist was anderes als wie mit den normalen Traktoren. Was Größeres weiß ich nicht, ob man dranhängen kann, weil ob der das dann hält. Ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schaust du wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hier mal sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.